Hallöchen, Kinders. Ja, ich hab mir so gedacht, ach komm, Mad Games, machst du mal wieder. Hab mir aber so gedacht, komm, Spielstand ist ja ewig, weil du den Rechner ja neu aufsetzen musstest. Machst du einen neuen. So, diesmal. Chef des Ganzen ist eine Frau, nämlich Banacuda Estelbordo. Ja, eine mexikanische, Illegale in Kanada. Ja, und dementsprechend wird das hier auch alles drunter und drüber gehen, weil muss sich ja immer hier vor den ganzen Behörden verstecken und so. Ja. Und ist legendär. Ich sage, das Schwerste, was geht, auf langsam, das heißt maximaler Spielspaß, gucken wir mal. Das wird nämlich ganz schön knifflig. Und wir werden lange, lange Zeit hier drin sein, in dieser kleinen Garage, weil, viel können wir eh nicht machen. Ne, so, deswegen, wir werden uns einfach mal jetzt hier so ein Entwicklungsbüro merken. Schön knifflig raus. Setzen wir dann auf so einen Schreibtisch rein. Im Holzlook. So. Ja. Das war's dann auch schon erstmal. Ne, hier kommt Troller, du da rein, das ist dein Arbeitsplatz. Und wir müssen jetzt erstmal Auftragsarbeit machen. Es nützt nichts. Es nützt ganz und gar nichts. Ja. So, da fällt mir aber nochmal ein. Ich muss mal ganz kurz. Grafikeinstellung. Braucht keiner. Deaktiviere V-Sync. Ja, Regen deaktivieren. Ja, also deaktivieren. Ja. Objektanimation deaktivieren. Was weiß immer, was auch immer das sein soll. Ja, gut, okay, dann ist das halt so. GUI-Animation deaktivieren. Was immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Ja, gut, dann machen wir einfach mal weiter. Und ich drehe mal auf schnell, sonst sind wir ja hier Stunden beschäftigt. Ja, und meine Hoffnung ist, ich habe das nämlich noch nicht getestet, seitdem das drin ist, aber mit den Ansehen bei den Auftraggebern, da können wir eventuell so ein bisschen was rausholen. Ja, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. So, und wir werden erstmal hier die ganz kleinen machen. Uns hocharbeiten wollen, ne? Guckt euch an, die Wertung ist natürlich völlig im Eimer. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir an Geld rankommen. Ach, das kann man mittlerweile sortieren. Ja, ich würde das aber gerne andersrum sortieren, ne? Das ist nicht der höchste, sondern naja, gut, okay, dann, geh mal halt von oben unten durch, ist ja Latte. Ist ja völlig egal. Im Übrigen, das ist natürlich dann auch offiziell die zweite Staffel, ne? Unregelmäßig. Kann ich euch jetzt schon mal sagen, also, ja, mal gucken, wie es ist, ob ich jetzt gleich noch eine aufnehme oder auch nicht, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir alles gucken, müssen wir alles sehen. Und, ja, ich habe ein ganz, ganz anderes Problem. Ha, habe ich doch nicht. Ich habe noch zwei Hülsen hiervon. Oh, ich sag gut, ich bin reich. Kann ja leider rauchen. Ja, gerade schon unterwegs gewesen mit Joey. Wollten eigentlich zur Danke Hülsen kaufen, aber die macht erst um 9 auf dem Sonntag. Ja, ne, was willst du da erwarten? Ja, und theoretisch gesehen müssten wir jetzt eigentlich ein Spiel machen. Aber erstmal müssen wir gar nicht. Wenn wir hier ganz schnieke unser Büro ausbauen, damit wir gar nicht erst krank werden. Weil das ist ja teuer. So, hier, da. So. Boah, das noch irgendwas.
Feuerlösche. Nicht, dass wir uns noch ab, nicht, dass wir noch abfackeln. So. Und komm, hier, kleine Pinnwand kriegst du auch noch. Die halbe Wand ausfüllt. Ja. So, ja, es nützt nichts. Wir müssen. Kommen wir gar nicht dran vorbei. Wir müssen in die Forschung gehen, sonst, weil wir müssen die Engines verkaufen. Sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ja, und da müssen wir natürlich auch noch überlegen. Müssen wahrscheinlich gleich einen Kredit aufnehmen. Ja, wir müssen überlegen, wollen wir die Engine als mit einem hohen Festpreis verkaufen, also jetzt im Allgemeinen, ne? Und nicht so auf die Prozente achten oder eher die Engine an sich rausballern und dann gucken, dass die Prozente gut sind, ne? Also ich wäre schon für Zweiteres. Weil wenn er doch mal ein schneller bei ist, ärgern wir uns, wenn wir nur 20.000 dafür kriegen. Anstatt 50% oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall, ne, wird jetzt am Anfang schon ordentlich zäh werden. Also das kann ich euch schon mal versprechen. Seht ihr eigentlich oben rechts hier die FPS-Anzeige? Ja. Könnt ihr mal sehen, womit ich zum Camp war, ey. Leute, ich sag's euch. Ja, gut, nützt nichts. Wir müssen den aufnehmen. Damit wir die Engine machen können. So. Die machen wir für Geschicklichkeit und nennen die Geschicklichkeit. So. Futures. Also Zukünfte. Ne, ist ja Future. Also, ne, nicht Future, sondern Future. Ach, wisst schon. So, Engine verkaufen. Dann nehmen wir mal pauschal 5% und bleiben bei... Ach komm, wisst ihr was? Die Engine an sich, die soll ja gar nicht so teuer sein. Die können so für 5.000 haben. Ich will hier. So. Mach. Mach, du mexikanische Flüchtlingstussi. Ach nee, nicht Flüchtling. Ist ja eine illegale Einwanderin in Kanada. Da war ja was. So, und ich hätte auch nichts dagegen, wenn dann nochmal so ein paar neue Aufträge kommen, ne? Das wäre auch noch eine ganz tolle Geschichte. Ja, abgesehen davon, ich habe es mir gerade überlegt, ich werde Mad Games im Wechsel mit Leitstellenspiel bringen. Und Leitstellenspiel werde ich aber auch die Tage weiter auseinanderziehen. Also das noch alle 3 Tage oder so. Müssen wir mal gucken. Gucken, wie wir es machen. So, Engine ist draußen. Ja, wir haben nichts. Außerdem haben wir kein Geld. Oh, Auftrag, Auftrag, Auftrag! Auftragsarbeit. Wir haben eine Auftragsarbeit. Wir haben eine Auftragsarbeit. Schalala. So, können wir ja eigentlich irgendwas Sinnvolles machen, weil ich meine, das Spiel lohnt sich noch nicht, weil dafür sind wir einfach zu schlecht. Ach ja, und ne, wie ihr seht, ich habe natürlich alles wieder freigeschaltet. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Well, was soll der Scheiß, ne? Ein bisschen einfacher wollen wir es uns ja hier schon machen. Und es ist ja kein Cheaten. Ja, dann hier, komm, machen wir doch mal gleich eine zweite Engine hinterher. Für Arcade. Arcade.
kriegen wir das noch hin? Gut.